Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albeb Bestwin. Wir sind jetzt hier schon auf dem Flaggschiff in Azis La und sprechen mit Alfino. Da wären wir. Wir sollten uns aufteilen. Schaut euch die Terminals in der Umgebung an und versucht herauszufinden, welche Funktionen sie haben. Später treffen wir uns wieder hier. Den Wesenskristall hast ja ohnehin du. Gemeinsam werden wir dann das richtige Terminal aktivieren. So, dann schauen wir mal. Okay, da haben wir ein qualmendes Terminal. Beep. Unvorhergesehene Friktion kritischer Bauteile registriert. Hitzeentwicklung überschreitet zulässige Parameter. Beep. Austauschfunktions Komponenten empfohlen. Beep. Notabschallung initialisiert. Okay. Gut. So, wo ist der nächste? Noch irgendwo so ein Terminal, das kaputt ist oder repariert werden soll? Ah, da ist ein verbindungsloses Terminal. Beep, beep, beep. Verbindungsfehler. Delta Quadrant antwortet nicht. Kontaktiere Sekundärprotokolle des Verteidigungssystems. Verbindungsfehler. Sekundärprotokolle antworten nicht. Kontaktiere vollautonome Waffenplattformen. Waffenplattform hört sich nicht gut an. Ach, und da ist ein ungewartetes Terminal. Achtung, schwerer Ausnahmefehler 0D an ist an Adresse 10010101 aufgetreten. Piep. Terminal liegt 2020 Jahre hinter dem vorgesehenen Wartungsintervallplan. Piep. Eine Störung könnte zum Ausfall der Drachenquarantänevorrichtung führen. Piep. Okay, sprechen wir mit Alfino. So. Ich komme leider auch mit leeren Händen zurück. Wie sieht es bei dir aus? Hattest du mehr Erfolg? Es war bestimmt das Modul, das nach verbrannten Haaren roch. Eines der schwebenden Terminals sprach von einer Drachenquarantänevorrichtung. Ich habe eine Maschine gefunden, die mit der man die automatischen Verteidigungssysteme aktivieren kann. Vielleicht hilft das. Beep, abbrechen, beep. Okay, ich denke, das hier ist die richtige Antwort. Eines der schwebenden Terminals sprach von einer Drachenquarantänevorrichtung. Eigentlich möchte ich wissen, was passiert, wenn ich das sage. Piep, abbrechen, piep. Okay, nix. Dann machen wir was anderes. Das Teil, das aus dem letzten Loch pfiff und vor sich hin qualmte, das habe ich auch gesehen. Sah aus, als würde es jeden Moment explodieren. Wenn das Kontrollterminal war, haben wir ein Problem. Nee, dann es ist schon das hier. Das ist möglich. Drachenquarantänevorrichtung klingt sehr nach dem Terminal, das Tiamat gefangen hält. Die Suche nach dem richtigen Apparat war schwerer als gedacht, aber du hattest mal wieder den richtigen Riecher, Albert. Dieses ungewartete Terminal hat uns auf Umwegen seine Funktion verraten. Aber wir müssen noch sicherstellen, dass es wirklich jenes ist, das Tiamats Gefängnis kontrolliert. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, Rahatias Wesenskristall auszuprobieren.
Also gut, dann gehen wir zum ungewarteten Terminal. Observations- und Dialogmodule geladen. Benutzereingabe erforderlich. Piep. Wird der Zugriff auf die Quarantänevorrichtung erwünscht? Piep. Piep. Zugriff verweigert. Nur autorisiertes Personal der Laborleitung oder Mitglieder der kaiserlichen Familie sind berechtigt, Eingabebefehle zu tätigen. Piep. Grahard hatte mal wieder recht, Erbe. Dein Einsatz führe den Wesenskristall in das Terminal ein. Piep. Datenbanken des Rekonstruktionsmoduls werden aktiviert. Piep. Biomaterial auf Datenträger wird eingelesen. Piep. Bitte warten. Biometrisches Profil akzeptiert. Piep. Zugriffsberechtigung wird auf die kaiserliche Familie übertragen. Bitte einen Benutzernamen eingeben. Piep. Albip. Piep. Benutzer Albip registriert. Konstruktionsmodul ist nun zugriffsbereit. Piep. Eingaberoutinen der Drachenquarantänevorrichtung werden aktiviert. Piep. Achtung, katastrophaler Ausnahmefehler 0E ist an Adresse 01011010 aufgetreten. Piep. Die Datenbank des Assistenzprogramms der Eingaberoutinen erfordert ein Versionsupdate. Piep. Was machen wir hier? IT-Support? Bitte was ist ein Versionsupdate? Weißt du, was gemeint ist, Albip? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir eine Weile warten werden müssen. Hey, ich weiß, wie man die Dinger an- und ausschaltet. Mehr ist nicht drin. Erstaunlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, was gemeint ist. Piep. Assistenzprogramm wird gestartet. Lade TFCK-Klammer. Piep. Die Eingaberoutinen benötigen zur Aktivierung Zugriff auf das Verwaltungssystem des Delta-Quadranten. Piep. Da sich die Datenbankversion unterscheiden, wurde der Zugriff auf das Verwaltungssystem verweigert. Die Aktualisierung der Datenbankversion des Terminals kann manuell am Informationsterminal des Flaggschiffs vorgenommen werden. Piep. War diese Information hilfreich? Piep. Hilfreich ist relativ. Ich glaube, dass die Wunderkugel uns sagen will, dass wir Tiamat gerade nicht befreien können. Ja, ich glaube auch. Es scheint irgendeine Unstimmigkeit zwischen diesem Terminal hier und dem Informationsterminal des Flaggschiffs zu geben. Also, ist unser redseliger Freund hier kaputt? Piep! Achtung, Aussage von Störungsemitter... Aussage von Störgeräuschemitter Estinien unlogisch. Unsere Empfehlung, Eingaben ignorieren. Piep! Nach Aktualisierung der Datenbank über das Informationsterminal des Flaggschiffs ist das Konstruktionsmodul wieder hundertprozentig einsatzbereit. Piep! Assistenzprogramm kann mit marginaler Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Aktualisierung der Datenbank aktiv assistieren. Besser etwas Hilfe als gar keine, was? Ich schlage vor, wir lassen uns den Weg zu diesem Informationsterminal weisen und kümmern uns dann um diese Aktualisierung.
Beep, beep, beep. Assistenzprogramm berechnet kürzeste Route zum zentralen Informationsterminal. Bitte folgen. Beep. Okay. Dann lass uns zu dem Informationsterminal gehen. Das dürfte ja gleich hier irgendwo sein. So. Ach, dann wahrscheinlich unten in dem Müll. Ach, jetzt muss ich hier wieder rumsuchen, bis ich dieses untere Ding finde. War das irgendwo hier der Eingang? Ja. Ah, da bin ich richtig. Wenn ich die Anzeige richtig lese, dann läuft das Verwaltungsversion auf Version 56.135. Jetzt müssen wir noch erfahren, welche Version unser Begleiter verwendet. Piep! Die Systemversion der Drachenquarantänevorrichtung lautet 42.002. Piep! Aufgrund der Störung des Hochfrequenzsignalemitters ist die voraussichtliche Dauer des Versionsupdates 5 Jahre und ein Tag. Piep! Mit der Aktualisierung beginnen. Piep! Nein, danke. Alison erfreut sich eines langen Lebens, aber so viel Zeit haben wir auch wieder nicht. Wäre es nicht möglich, von den Informationsterminal aus direkt hier Mats Fesseln zu lösen? Piep! Datenpakete der Quarantäneprotokolle liegen im Informationsterminal vor. Piep! Es ist jedoch wahrscheinlich, dass mit dem Versionsupdate die Eingabeprotokolle angepasst wurden. Piep! Ich glaube ja nicht, dass die Eingabeprotokolle sich so grundlegend geändert haben. Wir müssen einfach nur das Beste hoffen und uns so weit wie möglich mit den vorhandenen Anweisungen vorantasten. Kann mir das Kauderwelsch jemand übersetzen? Ich verstehe gar nichts. Können wir Tiamat nun befreien oder nicht? Ich glaube schon, aber dazu muss ich hier bleiben, um dieses Terminal zu bedienen. Wir stehen ja via Kontaktperle in Verbindung. Ich melde mich, wenn ich herausgefunden habe, wie man die Fesseln löst. Kannst du mir sicherheitshalber den Wesenskristall überlassen, falls ich ihn noch einmal benötigen sollte? Ich werde ihn später an Grahatir zurückgeben. Dann haben wir erreicht, was wir wollten. Tiamat wird nach 5000 Jahren endlich aus ihrem allergischen Gefängnis befreit. Da fällt mir ein. Es gibt da etwas, was ich dich schon fragen wollte, als ich zum ersten Mal hörte, dass dieser Lunadwar Bahamut aufgetaucht ist. Soweit wir wissen, wurde das allergische Kaiserreich von den Ashians genauso manipuliert wie alle anderen Nationen Eroseas auch. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, dass sowohl Bahamut als auch Tiamat ihrer Bestimmung beraubt wurden. Die gleichen Ashians waren es auch, die meine Heimat in Aufruhr versetzten, die Tod und Verderben brachten. Sie sind unser aller wahrer Feind. Meine Lanze wird nicht ruhen, bis auch dem allerletzten dieser Marionettenspieler das Handwerk gelegt ist. Du hast bereits mehrere von ihnen zur Strecke gebracht und ihre Pläne durchkreuzt. Ich habe sogar gehört, dass du versucht haben sollst, ihre Motive zu verstehen, ihnen ins Gewissen zu reden. Ich habe nie viel von dieser Welt gesehen, geschweige denn eine Reise in andere Dimensionen unternommen. Deshalb sag mir eins. Dieser Van Daniel, würdest du auch mit so einem Kerl verhandeln, der offensichtlich nichts anderes wünscht, als diese Welt vor die Hunde gehen zu lassen? Es kann nie schaden, mehr über seine Feinde zu erfahren. Ich versuche, meine Feinde zu verstehen. Wenn das nicht klappt, werde ich mich zumindest ihrer erinnern. Es ist leicht, alle Konflikte mit Schwert oder Lanze zu lösen. Ich werde versuchen, meine Feinde zu verstehen. Wenn das nicht klappt, werde ich zumindest ihrer erinnern. Weise Worte.
Dein Horizont reicht offenbar weit über das Schlachtfeld hinaus. Ich glaube, ich verstehe dein Handeln und denke nun etwas besser. Aber du solltest wissen, dass du mit der Einstellung ein riskantes Spiel spielst. Du meinst also, wir sollten nicht nach Versöhnung streben? Nein, so meinte ich das nicht. Jeder muss seine eigenen Waffen wählen, seine eigenen Antworten finden. Ich will damit nur sagen, dass eine ausgestreckte Hand schnell zu einem Messer im Rücken führen kann. Wenn dein Gegenüber sowohl Ohren als auch Geist verschließt, kommst du mit Worten nicht weit. Stattdessen machst du dich angreifbar, öffnest dich in deinem Wohlwollen für gefährliche Ansichten und reichst dem Feind unbewusst genau das Werkzeug, das den eigenen Untergang besiegelt. Ach, aber was rede ich? Ihr wart schon immer so, nicht zuletzt bei Isel. Genug Zeit vergeudet. Überlassen wir Alfino die Wunderkugeln und begeben uns zurück zu Tiamat. Sie hat lange genug auf ihre Freiheit gewartet. Okay, dann geht's zurück zu Alizée. Willkommen zurück. Ich habe schon versucht, von Nestinien zu erfahren, was auf dem Flaggschiff passiert ist. Aber der edle Ritter kriegt den Mund nicht auf. Wo ist mein Bruderherz? Verstehe. Er muss also die Fesseln über dieses Informationsterminal am Flaggschiff lösen. Na gut. Wir haben uns derweil Tiamats Seelenkomposition genauer angeschaut. Unsere Äthermessungen haben zweifelsfrei ergeben, dass ihr Äther zum Schattenpol neigt, genau wie es bei Gabu und den anderen Kobolden der Fall war. Das heißt, die gleichen Prinzipien sollten auch bei Tiamat greifen. Allerdings weist die Seele eines Drachen eine Ätherdichte auf, die um einige Größenordnungen höher ist als die der Kobolde. Sprich, um eine Wirkung zu erzielen, sind wahrscheinlich mehrere Heilvorgänge notwendig. Und wenn schon, das schreckt uns doch nicht ab. Dann müssen wir die Prozedur eben ein paar Mal wiederholen. Allerdings werde ich wieder auf eure Ätherreserven zurückgreifen müssen, wenn mir die Puste ausgeht. Es gibt auch noch eine gute Nachricht. Im Gegensatz zum Hohepriester der Kobolde scheint Tiamats Besessenheit nicht tiefgreifend zu sein. Ihre Seele ist gewaltig und die Verderbnis nur oberflächlich. Das heißt nicht, dass unsere Aufgabe leichter wird, aber das macht zumindest ein wenig Hoffnung. Tiamat zeigt keine Anzeichen von Besessenheit, wahrscheinlich weil sie und Bahamut ebenbürtige Wesen sind. Sie würde sich nie seinem Willen unterwerfen. Wenn das stimmt, sollte es uns hoffentlich die Arbeit erleichtern. Also gut, schreiten wir von der Theorie zur Praxis. Alfino soll sich bereithalten, um Tiamats Fesseln zu lösen. Los, Angel, zeig, was du drauf hast. Ja, ich spüre es. Das Eis, das mein Herz so lange umklammerte, weicht nun den wärmenden Strahlen der Sonne. Doch meine Gedanken, sie sind noch erfüllt vom Krieg gegen die Alaga. Warum plagen mich ausgerechnet jetzt diese dunklen Erinnerungen? Wir versuchen, deine Seele in den Zustand zurückzuversetzen, bevor sie der Besessenheit ausgesetzt wurde. Es ist denkbar, dass dies Erinnerungen aus jener Zeit in dir weckt. Elbib, rede mit Tiamat. Wecke Erinnerungen in ihr, die noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen. Vielleicht können wir so den Heilungsprozess unterstützen. Teile deine Erinnerung an Bahamut und die Ashians mit uns.
Die Ascherns, ihr Verrat besiegelte das Schicksal Bahamuts. Oh, mein geliebter Bahamut. Unser gemeinsamer Gesang erfüllte den Himmel Merasidias. Zwei hohe Drachen, zwei Paar Flügel, vereint warfen wir einen gewaltigen Schatten über das Land. Nachdem wir den Hort unseres Vaters Midgard Sommer verlassen hatten, waren wir auf der Suche nach einer neuen Heimat, einem neuen Jagdgrund. Unsere lange und beschwerliche Reise führte uns über das südliche Meer hin zu einem weiten, bislang namenlosen Land, dessen Natur sich unberührt und wild vor uns erstreckte. Die einzigen Bewohner, die wir bei unserer Ankunft antrafen, waren friedliebende Baumwesen. Also beschlossen wir, dort unseren Hort zu bauen und unsere Nachkommen großzuziehen. Die Eulen überquerten das Meer erst Jahrtausende später. Und wie es eure Art ist, verliehen sie ihrem Land einen Namen und nannten es Merasidia. Dann stimmt es also, was schalayanische Altertumsforscher vermuten. Es konnte nie belegt werden, aber einige Abhandlungen gingen davon aus, dass der Kontinent im Süden lange unbewohnt gewesen und erst später in der zweiten Ära des Lichts über die Inseln am Südmeer besiedelt worden sei. Erstaunlich. Ich glaube, es war Rurusha, die als erste Gelehrte über Merasidia schrieb, wenn sie es doch nur selbst von Tiamat erfahren hätte. Gut. Sehr gut. Und noch einmal, Angel. Die Sterblichen, die so mutig ihren neuen Kontinent besiedelten, fürchteten die Drachen. So wagten sie es nicht, in unser Territorium einzudringen, und wir hatten unseren Frieden. Nach und nach kamen mehr von ihnen nach Merasidia, und in den Weiten unseres Kontinents fanden sie alle eine neue Heimat. So vermehrten sie sich. Ihre kleinen Siedlungen gediehen zu prachtvollen Städten, und aus jenen Städten gingen schließlich Königreiche hervor. Die Reiche dehnten sich aus, bis kein Platz zum Siedeln mehr vorhanden war. Und so kam es, wie es kommen musste. Es entstanden Streitigkeiten unter den rivalisierenden Völkern, die sich alsbald zu Kriegen ausweiteten. Es dauerte nicht mehr lange, und man erinnerte sich der Drachen. Man erkannte unsere Macht und unsere Weisheit und wollte uns unter Unterstützung als Schlichter gewinnen. Bahamut willigte ein und wurde schnell zu einem Garant des Friedens auf dem Kontinent. Doch die Armeen der Alaga setzten der Harmonie ein Ende. Mein geliebter Bahamut fiel ihrer Machtgier zum Opfer und ich war rasend vor Zorn. Die Ascherns hatten leichtes Spiel mit mir. Geblendet von meiner Wut schenkte ich ihren Worten Glauben und rief meinen Bruder zurück aus dem Äther. Wir verstehen deine Trauer und fühlen mit dir, Tiamat. Du verdienst dieses Schicksal nicht. Lange genug hast du gelitten. Wir werden dir helfen. Du siehst ziemlich erschöpft aus, Kleine. Ich suche mir vorsichtshalber eine erhöhte Position, falls die Sache schief geht und ich eingreifen muss. Das ist ja ganz reizend. Dein Vertrauen in meine Fähigkeiten motiviert mich ungemein, ehrlich. Der Stärkungszauber zeigt Wirkung, Alice. Halt durch, wir haben es fast geschafft. Puh, ich wusste ja, dass ein hoher Drache kein Kinderspiel sein würde. Aber dass auch eine zweite Heilung noch nicht ausreicht? Ich spüre aber, dass wir fast am Ziel sind. Es fehlt nur noch ein Quäntchen Glück und Durchhaltevermögen. Ich hoffe, ich kann weiter auf dich und Raha zählen. Verlass dich auf uns. Wir sind für dich da, wenn dich deine Kräfte verlassen. Hihi, das nenne ich mal heldenhaften Beistand. Dann will ich nichts zurückhalten. Okay, ich hätte jetzt das nicht machen sollen.
weil ich jetzt nicht weiß, wie lange die nächste Cutscene wird. Deswegen mache ich hier einen Cut und beende die Folge. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.